In diesem Beitrag möchte ich zeigen, wie aus dem analogen Unterrichtsmaterial des Carlsen Verlages Ideen für den Unterricht Klasse 5 und 6 zum Thema Beschützer der Diebe digitales und interaktives Material werden kann. Dies gelingt hier mit dem Werkzeug Drag and Drop von H5P. H5P ist eine freie und quelloffene Software zum Erstellen von interaktiven Lerninhalten für das Web. Bitte loggen Sie sich dazu bei der Mediathek des IQSH ein unter shedupool und greifen Sie dort auf H5P zu. Zur besseren Anschauung und zur eigenen Erprobung habe ich schon einmal die Tabelle mit Drag und Drop im Vorwege fertiggestellt. Links sieht man die Kopiervorlage für ein Arbeitsblatt, rechts das digitale Ergebnis. In der Anwendung haben die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe, die Lügen den passenden Personen mit Drag und Drop zuzuordnen. Dazu klicke ich eine Aussage an und ziehe diese an die entsprechende Stelle. Abschließend überprüfe ich und sehe, dass ich nur eine Aussage richtig zugeordnet habe. Daher gibt es keine Punkte, da falsche Aussagen bei meiner Einstellung zu Punktabzügen führen. Nun besteht die Möglichkeit, das Ganze zu wiederholen, bis ich alle Aussagen richtig zuordnen konnte. Im Folgenden zeige ich nun, wie diese Aufgabe digital erstellt werden kann. Bitte klicken Sie auf Eigene Inhalte und anschließend auf Interaktion erstellen. Nun finden Sie auf der ersten Seite alle Werkzeuge, die es unter H5P gibt. Ich suche Drag und Drop und klicke auf Details. Nun kann ich mir anschauen, worum es geht und gegebenenfalls auch ein Inhaltsdemo ansehen. Wenn ich es dann verwenden möchte, klicke ich auf Benutzen und gelange auf die erste Arbeitsebene. Hier erkenne ich, dass es zwei Schritte bei der Erstellung der Aufgabe gibt. Zunächst bin ich aufgefordert, einen Titel einzutragen und ich übernehme den Titel von dem Material. Nun wähle ich ein Hintergrundbild aus, wobei ich unbedingt auf die Gesamtgröße achten muss. Neben der Fläche für die Zuordnung der Aussagen benötige ich auch die Fläche, wo die ausgewählten Texte vorher liegen. Dementsprechend habe ich die Fläche hier großzügig ausgewählt und die Schnittvorlage einfach mitkopiert. Dazu kann ich einfach ein Schneide- bzw. Fotografiewerkzeug meines Computers nehmen und wähle den Teil der Vorlage aus, welchen ich hier verwenden möchte. Die Speicherung erfolgt automatisch entsprechend meiner Einstellung am PC bezüglich Screenshots. Anschließend klicke ich auf Hinzufügen, um das soeben erstellte Bild anzuwählen und damit hochzuladen. Nun lege ich fest, wie groß das Aufgabenfeld in Pixeln sein soll. Das muss einfach ausprobiert werden. Ich komme mit 1660x1440 gut hin. Diese Einstellung ist aber jederzeit korrigierbar. Weiter könnte ich auch noch Angaben zum Urheberrecht machen. Dies ist es in diesem Fall aber nicht notwendig, da das Material des Carlsen Verlages auch dafür vorgesehen ist. Dann kann ich zum nächsten Schritt gehen, um die Aufgaben zu erstellen. Nun, hier fehlen nur noch die Texte und ebenso die Ablagezonen. Diese erstelle ich, indem ich auf Ablagezonen hinzufügen klicke. Jede Zone erhält eine Beschriftung. Hier sind es die Namen der Personen, zu denen die Aussagen zugeordnet werden sollen. Die Beschriftung soll sichtbar sein und die Hintergrunddeckkraft benötigt 100%, damit die Beschriftung die Tabelle bzw. das Hintergrundbild auch überlagert. Diese Ablage könnte nun ein Element haben, aber hier muss es mehrere geben können. Eine automatische Ausrichtung vereinfacht die Handhabe. Weiter unten könnte ich Rückmeldungen an die Lernenden festlegen und auch an den Verhaltenseinstellungen Veränderungen vornehmen. Die Voreinstellungen wie Wiederholen zulassen und Strafpunkte vergeben, Erklärung der Punktevergabe einschalten, verändere ich hier nicht. Da diese Optionen selbsterklärend sind, gehe ich hier auch nicht weiter darauf ein. Mit dem Button Fertig erstelle ich das erste Aufgabenfeld bzw. die Ablagefläche. Diese entspricht jedoch noch nicht der gewünschten Größe, die ich entsprechend anpasse. Das Hinzufügen der anderen beiden Felder erfolgt auf die gleiche Weise. Damit habe ich den ersten Teil des zweiten Schrittes fertig. Nun habe ich noch die Texte oder bzw. Bilder zu erstellen, die eingeordnet werden sollen. Mit dem Schneide- bzw. Fotografiewerkzeug habe ich zuvor die Texte ausgeschnitten und damit Bilder erstellt, sodass ich sie im Folgenden der Reihe nach hinzufügen kann.
Als Alternativtext, falls es technische Probleme mit der Anzeige des Bildes geben sollte, dupliziere ich hier einfach die Aussage. Nun muss bei der Festlegung der wählbaren Ablagezone unbedingt darauf geachtet werden, dass alle Optionen theoretisch möglich sind, egal ob es richtig oder falsch ist. Sonst würden die Lernenden hier eine Hilfestellung erhalten, die ich nicht beabsichtige. Nun kann ich angeben, ob das Element mehrfach in Ablagezonen gezogen werden können soll. In diesem Fall ergibt dies keinen Sinn. Abschließend nur noch auf Fertig klicken. Jetzt muss ich das Bild nur noch in der Größe verändern und da ich ja entschieden hatte, die Schneidevorlage als Hintergrundbild zu verwenden, es einfach an die richtige Stelle ziehen. So verfahre ich mit allen zuzuordnenden Texten bzw. Bildern gleichermaßen. Anschließend klicke ich als letzten Schritt in jede der drei Tabellen, wo die Texte inhaltlich richtig zuzuordnen sind, und gehe auf Bearbeiten. Hier bestätige ich jede richtige Aussage mit einem Häkchen. Mit Aktualisieren gelange ich in den Anwendungsmodus. Nun bin ich wieder dort, wo ich anfangs die Lügen in die Tabellen gezogen habe und kann die Zuordnung vornehmen. Zur Bereitstellung der Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler finden Sie ein anderes Erklärvideo.